Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Auch heute muss ich wieder sagen, sehr interessant. Und zwar, wir hatten schon mal ein Video eingestellt, dass man die Schuhe der Jahreszeit entsprechend tragen und dann natürlich auch kaufen und nutzen sollte. Das, wie gesagt, kann man sich gerne mal bei Interesse nochmal anschauen. Da war es eben halt bloß ein bisschen umgekehrt. Da ging es hauptsächlich um das Thema Herbst-Winter. Jetzt haben wir wieder die umgekehrte Variante. Und soll ich euch mal was sagen? Wir haben bei schönstem Sonnenschein auch wieder diese Tage. Bei Frühlingsgefühlen ohne Ende kamen doch tatsächlich Kinder noch mit solchen Schuhen hier rein ins Geschäft. Wo ich immer sage, so innerlich, na Mami, merkst du es nicht, die Füße müssen doch schwitzen. Natürlich ist es auch der Effekt. Und da wo ich dann mal sage, bitte lass doch endlich Luft an die Füße. Das heißt, egal ob ich dann mal wirklich den ganzen Schuhtyp wechsle, weil einfach diese hohen Modelle jetzt nicht mehr temperaturmäßig angebracht sind. Zum einen ist es ja wirklich immer so, und das vergessen wahrscheinlich immer die meisten, die Eltern sieht man schon seit Wochen im Sneaker rumlaufen, da kommt nicht eine Mami mehr mit dem hohen Schuh hier herein, aber das Kind trägt treu und brav immer noch den Winterschuh. Wenn es gut geht, so vielleicht sogar noch so wie hier, mit einer Woll- oder Lammfellausführung. Oder der Herbstschuh mit dem textilen Innenfutter. Haben wir es allerdings mit Temperaturen über 12, 14 Grad zu tun, müffelt und schwitzt der kleine Kinderfuß auch hier. Also, was kann ich bloß sagen? Weg damit. Zack. Die Zeit ist vorbei und deswegen müssen wir einfach mal den Temperaturen Rechnung tragen. Es tut mir bloß leid, dass sich manchmal Kinder nicht in der Richtung artikulieren können und sagen, hey Mama, Füße sind nass, ich schwitze. Kauf mir was anderes, zieh mir was anderes an. Nein, das machen ja Kinder nicht. Die warten ja immer drauf, ne? Bis die Mama dann sozusagen oder die Eltern oder die Väter, wir wollen ja die Männer jetzt mal nicht hinten runterfallen lassen, dass eben sozusagen erst relativ spät der Wechsel erfolgt. Wie sagt man immer so, nur wenn die Temperaturen dann schon mal Not tun und wir verkaufen jetzt im Grunde genommen vom geschlossenen Schuh, da kann das auch mal so ein Sneaker sein oder ein Sportschuh, wobei ich dann auch immer sage, wenn der Kinderfuß recht warm ist oder ich ein schwitziges Kind habe, auch der ist nicht unbedingt atmungsaktiv, habe ich dann irgendwann mal ab 14, 16, 18 Grad und bei 20 Grad erst recht Füße in eigenem Saft, weil das ist 100% Synthetik. So, deswegen für diese Temperaturen, alles was so ein bisschen frühlingshaft angesiedelt ist, 12, 14, 16, 18 Grad, verkaufen wir momentan diese Palette. Und damit geben sich auch schon viele Mamis wirklich auch gedanklich jetzt zufrieden. Nur eben halt, ich sag mal, es ist manchmal für manche Kinder wirklich schon relativ spät. Ja, wo ich immer sage, behalte doch einfach mal den Wetterbericht so ein bisschen im Hinterkopf und lass die Kinder nicht ganz so lange bis zum letzten Moment in den Winterschiefeln schmoren. Hat natürlich aber auch einen Aspekt, ist es dann mal ein paar Tage kühl, wird gerne wieder der Winterstiefel hervorgekramt und dem Kind angezogen, weil die sind ja wasserdicht. Das ist ja was ganz Tolles. Die sind ja wasserdicht und demzufolge kann ja mein Kind auch dadurch durch Pfützen laufen. Ja, wasserdicht sind sie schon, aber meistens halt trotzdem zu warm. Das heißt im Endeffekt, der Kinderfuß schwitzt so oder so. Ob ich dann meinem Kind noch, ich sag mal, dem Fuß meines Kindes dann noch was Gutes tue, wenn der Winterschuh vielleicht sogar schon etwas knapp ist, sei jetzt wieder mal dahingestellt, denn keiner tut dann wirklich auch noch mal die Größe überprüfen. Und das erleben wir ja auch hier tagtäglich, dass wir dann immer noch mal schauen, aha, sollte jetzt zum Beispiel die Schafskälte im Mai noch mal kommen. Wir gucken immer gerne noch mal nach, ob der Schuh, mit dem das Kind jetzt reinkommt, ob der eventuell noch tragbar ist, weil der ist dann meistens schon September, Oktober gekauft. Minimum. Und demzufolge gerade, wir haben es jetzt, wie gesagt, Frühling. Das heißt also, März, April, höchstenfalls Mai, dann habe ich natürlich eine Tragezeit von mindestens 5 Monaten. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder da wirklich noch problemlos in den Schuh vom Vorjahr reinpassen. Und deswegen, lasst einfach Luft an die Füße, nutzt wirklich die Zeit jetzt zum Schuhwechsel und
Bitte nicht immer erst sozusagen vom Winterschuh in die Sandale. Haha, ist ja toll. Mein Kind hat gelitten. Ich ärgere mich wahrscheinlich bloß zu Hause, weil es zu Hause müffelt. Und ich mich dann vielleicht über Schweißfüße aufrege. Aber wenn ich die mir künstlich heranzüchte, dann brauche ich mich auch leider nicht zu wundern. Demzufolge gebt dem Fuß eine Chance, gebt der Luft eine Chance, gebt der Atmungsaktivität eine Chance. Und da ist es egal, ob ich in breiten Fuß brauche, ob ich was für den schlanken Fuß brauche, ob ich schon was Halboffenes nehme. Das ist ab Temperaturen ab 18 Grad Windstille und noch vielleicht mit Sonne, haben wir gefühlte 22 Grad. Dann merkt man auch, da freut sich der Fuß. Da kommt ein bisschen Frische rein. Ein frischer Hauch durchzieht das Kinderzimmer oder sozusagen auch den Kinderfuß. Und das wäre doch mal nicht schlecht. In diesem Sinne einfach mal öfters auf den Wetterbericht hören und nicht immer nur den bequemen, praktischen Teil darin sehen. Das heißt also wirklich, bitte Winterschuhe beiseite räumen. Der Kinderfuß wird es euch danken. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Einen lieben Gruß an unsere Abonnenten. Und wen das schon immer interessiert hat, was kommt denn da jetzt Neues, der sollte doch einfach mal das auf das Abonnement klicken. Das wäre doch toll. Feedbacks und so weiter werden auch sehr gerne angenommen. Und dann sage ich mal nur, bleibt spannend. Es kommen wieder schöne neue Themen. Bis dahin.